Hallo. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um Stefan und Frau zu verewigen. Wenn jemand was dagegen hat, so sage er nach dem Signal ja. Ich habe mich verfahren. Okay, dann wird's wohl so. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich kann nicht mehr. Am Ausgang der Kirche finden Sie noch eine Spendenmöglichkeit für uns selber. Vielen Dank. Einfach im Random. So, hallo, Grüße. Wie kann man nur so random sein? Das geht alles, wenn man will. Oh, ich habe Magenschmerzen, ich kann nicht mehr. Mahlzeit, Leute. Oh, grüß dir. Grüß dir. Ich habe Unfall gebaut, bin gegen Baum gefahren, habe mich einfach verfahren. Oh Mann. So Leute, heute ist es soweit. Wenn ihr die Folge seht, ist es schon vorbei. Randy hat gerade die Frage gestellt und er wurde natürlich mit Ja beantwortet. Ne? Ich habe gefragt, wenn jeder was dagegen hat, soll er Ja sagen. Ach so, scheiße. Ja. Nee. Geht doch nicht nach euch, geht doch nach den Anwesenden. Oh, das ist einfach so random, ey. Ja, Samstag. Und wir haben heute die ehrenvolle Aufgabe, euch die Essensliste vorzulesen, was es alles gibt. Richtig. Stefan hat mir dafür das PDF des Unternehmens zukommen lassen. Ja. Und ich kann die ersten zwei Dinge vorlesen. Der Rest muss Stefan machen, weil ich kann nicht scrollen, weil ich habe hier Vollbild. Und ja, dann mach ich mal. Raus, dann muss ich die Aufnahme ab. Und ja, ja, mach mal. Auf jeden Fall, das Speiseangebot wird wie folgt aufgestellt. Ne? Unternehmen ist im Übrigen die Speise und Speise, ne? GmbH meinerseits. Ne? Da hat Stefan kurz Angst gehabt, dass ich den Namen liege. Ja, wäre schwierig gewesen. Sehr gut. Und es geht los. Der erste große Absatz auf diesem PDF ist Antipasti. Also, ich habe keine Ahnung, warum Antipasta, aber es ist, vielleicht ist das das Vegane. Ist das das vegane Gelumbe? Nein. Okay, was zur Hölle ist Antipasti? Antipasti ist halt quasi einfach so, wie will man das sagen? Ja, es ist halt einfach, es ist halt einfach so kleine Hors d'oeuvre oder sowas in der Richtung. Was sind denn jetzt schon wieder Döver? Ja, so kleine Kleinigkeiten, die man in sich reinschnabulieren kann. Das nennt man also im Volksmund auch Vorspeiser. Ja, so ungefähr. Oder ja. Snacks. Ja, Snacks kann man sagen, so ein bisschen. Okay, naja, man muss es ja immer schön umschreiben. Da gibt es Schafskäse mit Chili und Knoblauch pikant mariniert. Dazu, oder ich denke mal, jede Zeile ist dann einzeln. Ja. Yeah. Oder Mini-Mozzarella-Bällchen mit eingelegten halbtrockenen Cocktailtomaten und Kräuterpesto. Dann gibt es Pastaspieße al dente mit getrockneten Tomaten. Da frage ich mich, wie die Nudeln auf den Spieß kriegen, aber das werde ich ja dann sehen. Ja, die sind schon drauf. Ah ja. Und Mozzarella, Verfalle und Kräuterpesto. Also Mozzarella, also Verfalle sind Nudeln, das sind diese Schmetterlingsnudeln. Richtig, genau. Das kenne ich. So, Mozzarella ist Käse, ist klar. Klar. Also das sind im Endeffekt Nudeln mit Pesto und Mozzarella. Und Cocktailtomaten, ja. Ne, die sind ja oben drüber, oder gehört das noch mit diesen Spießen dazu? Nee, bei den Spießen, das ist was Separates, ja. Naja, gut. Das ist so der erste Abteil, also die Vorspeise. Danach geht's weiter mit dem kalten Büffelanteil. Buffet, was? Achso, Buffet-Teil, der kalte Buffet-Teil, ne? Ich dachte, es gibt schon Büffel. Mini-Texas-Burger, Pulled Pork, zusammen mit Cheddar und feurigen Jalapenos, gemischt mit Röstzwiebeln, Coleslaw, was das auch immer sein soll, Barbecue-Soße und Mustard-Soße, weil man Senf heutzutage auch nicht mehr ausschreiben Richtig, kann. Richtig, genau, korrekt. Danach gibt es Mini-Wraps gefüllt mit Salat, Putenbruststreifen und texanischen Dip. Na klar. Und mehr kann ich nicht lesen. Mehr kannst du nicht lesen. Ne? Dazu gibt es noch leckeres Kassler Carpaccio, Leute. Ja, Carpaccio? Ja, Escalapaccio Lapaccio, ne? So ungefähr. Carpaccio, mit leichten Himbeer-Vinaigrette. Oder auf leichten Himbeer-Vinaigrette. Ja, Himbeer-Vinaigrette ist quasi, das ist einfach
Himbeer, so ein bisschen, ja, zerkleinert. Das ist so wie so eine Soße dazu. Das ist halt einfach so ein bisschen aufbereitet mit Himbeeren halt. Ne? Filet von der Putenbrust, das nächste, mit raffinierter Orangen-Vinaigrette, also einfach geschnittene Orangen. Und Putenbrust halt, also Filet. Warum? Warum? Warte mal, Hähnchen mit Orange? Ja. Warum? Es schmeckt lecker. Ist wirklich sehr gut. Aber das machen da, ist das nicht eher so indisch? Nee. Das ist die Hähne, die machen ja auch Hähnchen und dann haben die ja auch ihre orange Curry da und alles. Aber ja, jetzt, wir haben die Rezepte schon so ein bisschen an die Jahreszeit angepasst, ne? Also so leichte Kost, jetzt nicht Hähnchen so, was schwer im Magen liegt, ne? Ja. Gut, von mir aus, ha? Ja. Dann gibt's noch Blätterteigtaschen, Italia, ne? Mit Tomaten und mediterranen Kräutern. Gibt's da irgendwas ohne Grünzeug? Ja, auch, ja. Dann, was für dich, würde ich sagen, pikante Hacksteaks, ne? Mit? Pepperoni-Füllung und einem pikanten Salsa-Dip. Hilfe. Ne, das gibt's auch noch. So, dann kommen wir mal zu dem Zeug, was du gar nicht isst, Randy. Das können wir mal schnell kurz abarbeiten. Ne, Ansgar muss vielleicht mal die Ohren ein bisschen spitzen. Dann gibt's einmal einen italienischen Tortellini-Salat mit Schinkenstreifen. Was mache ich hier überhaupt? Ich fahre irgendwo rum. Ich guck mal bei den Tieren hier. Tortellini-Salat, also Tortellinis, ja. mit Schinkenstreifen. Ja, richtig. Und Salat. Nein. Also so als Salat gemacht. Ja, als Salat. Richtig. Okay. Genau, das gibt's dann halt. Ne? Dann gibt's noch dementsprechend Gurkenwürfel, Paprika, getrocknete Tomaten und schwarze Oliven. Separat noch, ne? Als Salat. Dann, Ansgar, bitte zuhören, veganer Sechskornsalat aus Dinkelroggen, Hafer, Weizen, Grünkern, Buchenweizen, Paprika und Gurken, Cashewkerne und Apfelspalten. Am besten gefällt mir, dass da Buchenholz mit drin ist. Ja, ne? Der gute, ne? Ja. Na. Das auf jeden Fall, ja. Was haben wir noch mit dazu? Und dann noch ein bunter Salat mit Büffel, Mozzarella. Also diesmal gibt's wirklich Büffel. Also Mozzarella, ne? mit zerrissenem Pfeffer. Ich finde die Bezeichnung immer so geil. Ich würde sagen, kannst du Pfeffer auch malen? Ja, malen kannst du, aber so, na gut. Ja, also. Es ist egal, ne? Mit Meersalz, frischem Feigen- und Rindrauchfleisch mit fruchtigem Feigendressing. Haben wir eigentlich einen grober Randy? Ich frag mal kurz. Nee, ne? Wir haben einen Fluch. Ja, reicht ja auch. Ja, ehrlich, meine ich. Also, wir haben auch einen Grupper, der ist da vorne in den ersten drei Garagen, wo auch der Nissan steht. Ach, da vorne, okay, warte, guck ich mal kurz. So, also das ist quasi Salatvariation. Jetzt kommen wir aber zum warmen Buffet-Teil, ne? Mhm. Zum wahren Buffet, wie ich immer so schön sage. Ach, da haben wir einen, genau. Warmer Buffet-Teil, Mailänder Putenbrust mit Tomaten und Käse überbacken. Dazu Tomate-Mozzarella-Soße, also immer separat die Soße, ne? Also nicht da alles drin, sondern kann man dann selbst entscheiden. Gebratene Schweinefilet-Medaillons in Rahmsoße mit frischen Champignons. Ja. Wenn man sich das Ding erinnern muss, aber... Ja, ja, ja. Dann haben wir Mini-Rinderrouladen, geschmort vom Rind, traditionell gefüllt mit Gurken, Zwiebeln, Senf. Okay. Also klassisch halt, so kleine Minder. Und Züricher Kalbgeschnetzeltes, auch mit Champignons, Zwiebeln und Rieslingsrahmsoße. Ja. So, beilagentechnisch weiße Bandnudeln im Mutter geschwenkt. Also einfach Nudeln. Weiße Bandnudeln in Butter geschwenkt? Ja, also Bandnudeln in Butter geschwenkt. So. Ach, in Butter. Weiße, weiß, weil sie hell sind. Es gibt aber auch anderfarbig, verstehst du? Ich habe jetzt verstanden, weiße Bandnudeln in Mutter geschwenkt. Nein, in Mutter. Ich denke, welche Mutter wurden die geschwenkt? Also wir gehen nicht wie andere Leute auf Mutter, ne? Also das machen wir nicht. Also, also im Endeffekt so diese, was so diese asiatischen Nudeln sind oder was diese Nee, Bandnudeln sind einfach längere Nudeln. Ja, diese längeren Nudeln. Yeah, die sind ja, klar. Aber nicht gelb, sondern weiß. Ja, die sind alle gelb, aber man sagt dazu weiß, Randy. Weiß, weil sie hell sind. Okay, und die sind halt in Butter geschwenkt. Richtig. Und was noch dazu? Nee, das ist halt quasi eine Beilage, Randy. Das kannst du dazu zu den anderen Sachen quasi kombinieren. Okay. Dann haben wir Kartoffelgratin. Cremiges Gratin mit Sahne und herzhaftem Käse überbacken. Also eine Kartoffel... Gratin. Also Kartoffel auf Löffel oder was? Ja, genau sowas, ja. Richtig, ne? Dann goldbraune Bratkartoffeln mit durchwachsenen Speck und Zwiebeln. Schön, dass der Speck durchwachsen ist. Ja. Ich hätte ja auch einen guten gewünscht, aber egal. Ist halt einfach gut abgehangen, ne? Davon ab. Ja. So, dann geschmorte Wald... sag, was du sagen wolltest, ja?
Ja. Durchwachsen oder Speck hört sich ja, oder Schinken hört sich ja eher so an, als wäre er nur durchwachsen, weißt du, als hätten sie im Kaufland die Ja-Tüte gekauft, weißt du? Mhm. Ja, und dann halt für 50 Euro die angeboten, aber egal, weiter. Hm? Gut, ne? Da waren wir stehen geblieben bei Bratkartoffeln hatten wir, ne? Genau. Dann noch geschmorte Waldpilze in leichter Kräuterschmand, also quasi angebraten, ne? Mhm. Gebratene Bohnen in Speckmantel. Also Bohnen gekocht in Speck, mit Speck umhüllt und dann gebraten. Mhm. Traditionelle Gemüseplatte, gibt es natürlich auch, ne, mit Erbsen, Möhren, Blumenkohl, also Brokkoli. Immer mit einem Teller kurzen Waldnei und fertig. Das ist ungefähr, ja, eher im Garten, Randy, ne? Also ja, im Garten. Also, ne? Und dazu dann noch Sauce Hollandaise, ist aber optional, ne? Das heißt, das kann man ja, das ist nicht alles da drin. Die Soße geht immer. Genau, richtig, das kann man immer machen, ne? Ist auch recht lecker, würde ich sagen. Ja, und dann gibt's natürlich noch Dessert, ne? Aha. Creme Brûlée? Nee. Fruchtiges Erdbeer-Tiramisu. Mhm. Mit Masala-Wein verfeinert. Masala-Wein. Ja. Masala. Masala-Wein. Einfach die hübsche. Ah, ja. Münsterländer Herrencreme mit Schokoraspel. Was ist denn das, darstellen? Es ist eine Herrencreme, ist einfach so wie so. Schuhcreme oder was? Nein, wie Pudding-mäßig. Sowas in der Art. Ja. Um das jetzt einfach zu erklären. Und Rum verfeinert, Rum ist da auch drin, aber nur Rum-Aroma halt, kein richtiger Rum. Und da gibt es noch frischer Obstsalat mit Bourbon-Vanillesoße. Auch geil. Also Obstsalat halt, ne? Hier Äpfel, Birne und so ein Kram halt. Ne? Mhm. So, da gibt es noch Brot und Dips in verschiedenen Variationen. Ja, und das war's eigentlich, ne? Ja, das ist alles. Aber ist schon recht reichlich. Also die Auswahl ist auf jeden Fall vielfältig. Weißt du, was ich mir noch gewünscht hätte? Bitte. Einfach schöne Nudeln, Tomatensauce. Mhm. Und Jagdwurst. Ja, klar. Oder Bolognese. Ja. Einfach mal so diese klassische, gute, alte, deutsche Hausmannskost. Ja. Mein Hammer mit den Rouladen von mir aus. Ja, ja. Okay. Doch mir bis jetzt irgendwie gar nichts. Also diese Schweinemedaillons, ne, ein Champignon, das ist gut. Aber dass da Pilze natürlich wieder drin sind, ist natürlich wieder schwierig. Kannst du ja rausfischen, muss er nicht. Ja, ja, das wäre schon natürlich. Wäre bei vielen was rausfischen müssen. Naja. Aber das kann man schon mal machen. Mal gucken, diese Mini-Burger, wie mini die wirklich sind. Ja, die sind schon ordentlich, also. Also hat nichts mit Mini zu tun. Ja, ich würde nicht sagen, es ist ein großer Burger, aber die sind schon ordentlich. Wir waren da vorher ein bisschen Testessen und so, dies, das. Also, und so. Es war schon echt gut. Und die hatten da alles. Die hatten richtig viele Sachen da gezeigt und ja, das war recht cool. Also das habt ihr euch jetzt selber rausgesucht? Das haben wir uns individuell zusammenstellen lassen, aber passt natürlich auch so ein bisschen zu der Jahreszeit, ne? Mhm. Weil ist ja jetzt so ein bisschen sommerlich und dann, weiß nicht, okay, da machst du halt keine Schweinshaxe oder irgendwie sowas anderes, weißt du, wie ich meine? Klar, hättest du auch machen können, aber weiß ich nicht, wäre irgendwie unpassend gewesen. Macht man denn Schweinshaxe zu welcher Jahreszeit? Ja, eher so wintermäßig, würde ich sagen. Mhm. Ja, die gut, die in Bayern, die essen das halt immer, ne? Also die können es halt zu jeder Jahres- und Tageszeit essen, ne? Aber nö, ich denke, das ist schon für dementsprechend ausreichend Abwechslung da, ne? Von vegetarisch bis bisschen was Fleischhaltiges, ne? Also ich denke aber für jeden ist da was dabei. Ich habe kein Tofu gehört. Nee, Tofu gibt's auch nicht. Nö. Darum Ansgar. Aber Sechskornsalat, vegan, ne? Schön, dass sie da vegan mit dran geschrieben haben, ne? Ja. Nicht, dass der Salat noch irgendwann mal nicht mehr vegan ist. Ja, das wäre halt schwierig, ne? Das wäre für Ansgar eine Katastrophe. Ja. Nee, aber ja, wir haben schon geguckt. Eierwanderung ist nicht angenommen, oder nicht? Dass letztendlich wir schon so also ein bisschen was Ausgewogenes haben, ne? Weil wir wussten jetzt auch nicht, wie warm es wird, ne? Ja, man merkt halt, so ein Eis fehlt, ne? Eis. Einfach so ein schönes, wie soll so eine Vanille-Eiskugel mit ein paar Erdbeeren in Schlagsahne. Ja, das. Zum Beispiel. Ja, vielleicht können wir das so kurzfristig hin. Mal gucken. Aber Eier werden immer noch nicht angenommen, Randy. Ja, ich muss die Dinger ja trotzdem rausschieben. Ich weiß, alles gut. Nee, aber es gibt ja auch noch ein bisschen hier Kuchen, dies, das. Mutter backt natürlich. Mutti backt auch. Ja, meine Mom backt ein bisschen und die Tante von meiner Frau backt noch ein bisschen was. Mhm. Und da gibt es noch Hochzeitstorte zum Mampfen, da gibt es noch so ein bisschen was. Ach, das ist. Stimmt, die Hochzeitstorte ist ja so ewig riesengroß, die nie aufgefallen. Nein, die ist nicht riesengroß. Da haben wir uns gar keinen großen Kopf gemacht diesmal.
Also. Nee. Also eher so ein so Koppenrad- und Wiese-Ding da. Nein. Es ist schon eine individuelle Torte, aber die ist jetzt nicht so, dass man sagt, weil im Endeffekt die Torte, die isst du sowieso erst meistens nach dem Essen irgendwie um Mitternacht rum oder was. Die meisten auf Hochzeiten und ach, da schmeißt du die Hälfte wieder weg. Keine Ahnung. War schon so teuer genug. Also wär's mit Koppenrad- und Wiese günstiger gegangen. Ja, aber wenn Mutter backt, so schmeckt er auf jeden Fall. Also Mutter macht auf jeden Fall leckeren Kuchen und ja, Oma hätte auch gern gebacken, aber die kann halt nicht mehr, ne? Mhm. Nicht mehr so und ja. Kann ja was werden. So. Sehr schön. Ausgesät hattest du schon, Lenny? Ja. Ah, da kann ich gerne mal nochmal düngen, ne? Ja. Hab ich jetzt gerade schon. Ach, hast schon gemacht, okay. Hab ich schon gemacht. Tipptopp. Sie in Ruhe ihre Aufträge machen können. Naja. Sehr gut. Ja. Ich habe ganz vergessen, dass wir hier diese Dingens hier Mod mit drauf haben, mit der Farbänderung bei Kalk. Naja. Ja. Das sieht dann Dirt, alles so ne? Viel gräulich oder so betonmäßig aus. Ja, ja. Ne? Aber ich finde hier die Texturen hier, die Feldtexturen hat Andi echt gut hingekriegt. Also wirklich tipptopp. Oh. Sieht ein bisschen individueller aus, ne? Das stimmt. So, haut er jetzt mal ab hier. Danke. Nütte, also reichhaltiges Büffelbuffet ist auf jeden Fall ja, da. Büffel, ja. Mal gucken. Ah ja, mal schauen. Ne? Hab ich schon wieder verkaufen? Ja. Oh, Randy, wir werden reich. Auf jeden Fall. Alter, und wir werden. Sind wir eigentlich reich an Zeit? Ne, die Zeit ist mit uns. Und ja, Leute, wir bedanken uns auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das leckere Buffet oder Büffelmenü, wie Randy gesagt hat, auch geschmeckt hat und wenn euch die Anfangsmelodie genauso belustigt hat wie mich, lasst uns gerne wissen. Mir ist einfach so random. Ja, sah auf! Ja. Danke fürs Einschalten. Ein Däumchen da lassen bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.